irgendwas scheiße, sondern der geht auch noch voll in die Offensive. Ein Hallihallöchen. Du müsstest bitte dein Video auf Pause machen. Hallo? Du musst bitte dein Video auf Pause machen. Denn dann ist nämlich die Rückkopplung weg. Dann können wir am Telefon quatschen. Guten Abend. So wie jetzt? Ja, jetzt geht's. Das ist super. Okay, dann bist du aber jetzt bei mir auf Pause. Auf Video. Ja, na klar. Und wir quatschen ja ganz normal am Telefon wie mit einem Hausarzt. Was? So. Naja, das weiß man ja nicht. Grüß dich. Wen hab ich denn da? Ja, ich bin es. Die Trackerin, die auf dich mal gewartet hat am Autohof. Ach du, die Claudia. Hallo, grüß dich. Nicht drüb. Einmal war ich falsch, wenn du dich noch erinnern kannst. Ja. Einmal war ich auf der anderen Seite, da hab ich gesagt, ein Baum ist nicht weit. Dann war ich auf der anderen Seite mal gestanden und hatte ich alles für dich dabei. Und da habe ich dir gesagt, ich stehe da. Und ja, hat nicht geklappt. 0043 ist wo? Österreich oder wo ist das? Das ist Spanien. Ach, du rufst aus Spanien jetzt an? Noch nicht, nein. Ich, ja, aber ich sehe hier eine 0034. Aber das ist spanische Nummer, ja. Ja, 0034 Nummer, hat mich jetzt gewundert. Okay, hola. Ja, hola. Geil ist das. So, lass mich raten, zu welchem Thema du was zu sagen hast. Ja, ich bin ja ein bisschen schlecht im Hochdeutsch. Ja. Du verstehst mich. Ja. Ja. Und also das heute da, ja, das, was ich gehört habe, das war mir vollkommen klar, dass das wieder sowas von der Stumpf und der Logen war. Mit seinem Polizeibesuch. Ich hätte mich ja gewundert, dass er nicht so gesagt hätte, ja, die hätten ihm noch Torten beigebracht, weil die wussten von ihm ja alles, dass er vielleicht... Dass der Geburtstag hat, deswegen ist er jetzt auf den Kuchen gekommen. Geburtstag, weißt du, und da bringen sie ihm sogar noch Geschenke mit. Ja. Hätte ich mich gewundert. Nee, aber einmal auf was ganz anderes. Weil ja jeder fragt, wo bei dir anruft, warum reagieren die Follower von dem Knallkopf so? Das ist eine gute Frage. Ich habe da nur eine Meinung dazu. Erzähl. Und zwar, so wie der jeden Tag immer wieder dieselbe Sülze, ne? Er ist ja auch nicht ganz oben da in seinem Schneckengehäuse. Da schwimmt ja das Wasser nicht. Der ist ja immer in der Untertiefe, weißt du, das Wasser kriegt nicht genug Luft. Dass er da normal reagiert, ja, der ist ja sowieso, in der Beziehung ist er nicht normal. Was er jeden Tag von sich sieht, das muss man erst einmal fertig bringen, ja. Mhm. Dass er jeden Tag dasselbe füllt. Das kann man jetzt auswerten als gewollt, als intelligent oder als wirklich doof. So, seine Follower, die wo wirklich an dem ganzen, wo jeder Schwein, jeder Trottel auf der Welt, wo mitkriegt, dass er angelogen wird, dass er verscheißert wird. Und die trotzdem da noch weitermachen, die sind im selben Level wie er, damals irgendwo in der Kindheit stehen geblieben. Und, oder die sind sowas von hilflos alleine, dass sie ohne ihn, dass sie einfach das sagen, ja okay, das ist mir jetzt egal, das macht nicht. Ich glaube tatsächlich, der ist für viele Frauen da draußen so eine Art Tamagotchi. Da schmeiße ich 5 Euro rein, dann darf ich den wieder streicheln, dann lacht der wieder und so. So wie so ein Tamagotchi. Ja, da weißt du doch, draußen rumlaufen, die bescheuert sind wie ich. Entweder sind sie 20-fach geimpft oder irgendwas stimmt da nicht. Ja? Also die sind hilflos, diese Kategorie Frau, wo er hat, das sind ja seine Jüngeren, das sind ja immer die ältere Generation. Das sind die armen Frauen,
die wo ihm nachgeben, die muss sagen, ja gut, heute hat er mal gelogen, am nächsten Tag lügt er wieder und am nächsten Tag ja, und er verzeiht ihn. Und der arme Junge ist immer alleine. Genau. Die Omi und schenkt ihm dann was, so wie heute ein 50er, ein 100er da, weißt du, und er weiß, er hat damit Geld nichts mit anzufangen und er ist ja unwichtig. Also, und das glauben die immer nicht. Und genau so, er weiß ganz genau, wie es geht mit den Alten. Ich glaube, die alte Generation, die ist auch mit diesem Internet ein bisschen überfordert. Die finden das gut, interaktiv und man kann miteinander quatschen und so. Aber die sehen einfach nicht den bösen Gedanken dahinter. Das schnallen die nicht. Das ist das Problem. Dahinter, die verzeiht ihm, die sind die Omis. Die Omis, die haben so viel mitgemacht in ihrem Leben und dann kommt da so ein Spinner daher, ja, der wohl alles versucht und sehen sie sich als Mütter. Da sind sie sich als Hilfsbefohlen, weil sie ihre eigenen Kinder im Krieg verloren haben und weiß der Geier, wie auch immer. Da haben sie was und da haben sie ein Volldeck gefunden. Tschakka. So sieht's aus. Ja, gut. Nati, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Das sind selbst Menschen, die wo liebesbedürftig sind, die wo Liebe von ihren Kindern nie gekriegt haben. Oder von Eltern. Heute oder lange schon alleine sind, Partner verloren haben. Ja. Die da waren oder wie auch immer. Und dann suchen sie sich Sohn übers Internet, das ist das Beste, was es gibt. Über Internet suchen sie sich dann so die Kinderhilfsliebe. Ja, wie soll ich denn? Adoptivliebe. Die ist so beknackt, die sind schon sowas von ferngesteuert. Die kriegst du gar nicht mehr gerettet. Ich glaube, aber den Leuten kannst du nicht helfen. Also die brauchen auch so Hobbys. Ja, aber wie er sich die Frechheit erlaubt überhaupt, ne? Das muss man sich erst einmal fertig bringen. Das musst du dir erst einmal jeden Tag zugestehen, wenn du aufstehst, dass du dasselbe, so wie er, jeden Tag dieselbe Sülze süßt. Und jeden Tag wieder neue drauf reinfallen und die Alten sowieso bleiben. Das muss man sich erstmal geben. Das ist eine Frechheit vom Herrn. Der kriegt durch seine Frechheit, durch sein blödes, ja, danke, auf TikTok ist er ganz anderer, wie du sagst. Auf TikTok ganz anderer wie auf Facebook. Karlchen, danke für die 5 Abos. Jawohl, immer raus damit. Christel! Der geht doch nicht auf Altersbetreuung, wenn er nicht wüsste, was er da tut. Der guckt sich um als erstes. Der guckt sich als erstes um. Und wenn ihm der Alte nicht gefällt, kriegt er einen anderen. Weil wenn da nichts zu holen ist, sucht er sich einen anderen Alten, wo er betreuen kann. So läuft ihm nicht die Sache. Ich sehe das nicht viel anders, das ist so, ja. Siehst du das genauso wie ich? Ja. 100%. Ja, also da geht es doch um nichts anderes. Ja, auch diese Barbara Morgan-Nummer, das ist nichts anderes. Da ist eine abhängige Frau und spätestens in dem Moment, wenn du merkst, da ist jemand abhängig von dir, hast du als YouTuber auch die Pflicht zu sagen, komm, ein bisschen abbremsen, komm mal zur Seite, lass mal ein bisschen quatschen, dass man den Leuten auch erklärt, das ist super nett, dass du mir viel Geld schickst, aber es gibt einfach auch so eine moralische Grenze, wo man dann bitteschön mal sagt, du fahr mal runter und 50er tut's auch. Das muss nicht immer 500 sein, weißt du, nur damit du zweimal gestreichelt wirst, ballert die da so viel Kohle raus, also... Weiß ich nicht. Also ich würde es nicht tun. Also ja, ich würde dann später... Es geht darum, dass er ist nicht die Hälfte, er ist keine Kerze auf irgendeiner Torte, das stimmt echt. Nicht die Hälfte. Er ist dumm wie nochmal was. Nicht, weil er nicht lesen oder nicht richtig schreiben kann oder... Nicht, weil er nicht rechnen kann. Der hat keine Gefühle, keine Empathie anderen Menschen gegenüber, das ist sein Problem. Das ist genau das Problem. Ja. Er redet heute so, ihm ist das Geld überhaupt nicht wichtig. Und wenn aber bei TikTok in 3 Minuten keiner irgendwas schmeißt, dann geht er weg, weil ihr seid ja alle scheiße. Ihr seid alle scheiße und geht einfach raus. Also ist ihm das Geld doch wichtig. Klar ist die Kohle auch wichtig. Also wäre jetzt ja gelogen, wenn man sagt, man macht das hier nur rein hobbymäßig, ne? Claudia, ich häng dich mal weg. Ich versuche mal eben noch einen Gast hier reinzulotsen. Der ist gerade im Chat. Vielleicht können wir da auch mal ein bisschen was klären.
Und was hast du denn geladen, was dich wieder nach Spanien treibt? Ich habe jetzt Papier geladen, ich stehe jetzt in Lyon, ich bin morgen in Barcelona und dann fahre ich wieder an Hamburg vorbei, nach Hamburg. Ja, ich meine, ich habe wirklich alles gehabt, hätte. Ich habe meine ganze Kiste zu Hause. Ich habe die Umzug gehabt. Ich habe ja mal gesagt, wenn du wieder in der Ecke bist. Die Kiste mit alten Handys. Ja. Nur alte Handys. Dann hatte ich noch eine ganze Kiste dabei für dich, so Umsätze. Die gab es neu zu bestellen. Mein Mann hat die in zehnfacher Bestellung bestellt. Und ich wusste nicht, wohin damit. Die habe ich alle im LKW dabei gehabt. Ich habe im Arm auf dich gewartet. Untrup. Ja, ist ja wieder. Da habe ich das Zeug dabei gehabt. Ja, aber Untrup ist für mich mit dem Roller jetzt auch noch eine halbe Weltreise. Das sind immer noch 30 Kilometer. Das ist einmal komplett durch Hamm durch. Und Hamm ist richtig groß, du. Puh. Ja, aber du hast gesagt, der eine Hamm da auf der A2 ist günstiger für dich wie der andere. Nee, ja, der hier, du fährst ja zweimal hier an der du musst Hamm Rühnern. Ich hab den einmal auf der A1 und einmal auf der A2. Ja, auf der A2 fährst du Hamm Rühnern runter. Das ist hier 2 Kilometer von mir entfernt. Und da war ich gestanden am Wochenende. Echt? Ach scheiße, Mann, da musst du dich mal melden. Telefonnummer steht überall in den Streams. Hab ich doch gesagt, ich stehe da. Ich lade dich auf den Kaffee ein. Ich ja, jetzt, nicht, jetzt ist dazu spät. Ich muss dir nicht öffentlich schreiben, was ich hier Zeug für dich dabei habe. Ja. Jetzt ist zu spät. Machen wir nächstes Mal. Ja, machen wir das nächste Mal. Wenn ich dir wieder was schreibe, dann muss ich ja nichts schreiben, sondern komm einfach, dann wirst du sehen, ich hab dabei. Ja, sehr gut. So, ich hänge dich weg und jetzt lutz mal meinen nächsten rein, wenn er Lust hat. Danke für deine Meinung, für den Anruf. Schöne Grüße noch, ne? Tschüss.